So, wir wollen uns jetzt einmal eher überblicksmäßig überlegen, wie ich überhaupt einen Graphen in einem Computer darstellen kann. Das heißt, es ist die Frage, welche Datenstruktur für einen Graphen geeignet ist. Nun, was ist überhaupt eine Datenstruktur? Datenstruktur bezeichnet in der Informatik im Prinzip ein Objekt zur Speicherung und Organisation von Daten. Das können beispielsweise solche Graphen sein, das können Matrizen sein, das können Listen sein. Es hängt immer davon ab, welches Problem will ich lösen, wie ich die Daten, die zugrunde liegenden Daten modelliere. Und wenn ich eine Datenstruktur auswählen möchte, oder in der Regel gibt es immer mehrere Datenstrukturen, die in Frage kommen. Und bei der Auswahl einer Datenstruktur spielen beispielsweise Überlegungen eine Rolle. Welche Operationen werden auf den Daten durchgeführt? Ja, es ist natürlich immer das Ziel, dass ich Probleme, die ich lösen möchte, möglichst schnell lösen kann. Das heißt, die Operationen, die dann erforderlich sind, müssen effizient ausgeführt werden können. Und natürlich auch die Frage, welche Rolle die Programmiersprache dabei spielt, wie die Datenstrukturen und Operationen auf den Daten unterstützt werden. Charakteristisch für Datenstrukturen ist also einmal, welche Daten werden gespeichert. Und welche Operationen werden unterstützt? Das wollen wir uns jetzt einmal für Graphen angucken. Was sind mögliche Datenstrukturen für Graphen? Das machen wir jetzt weniger formal, sondern eher informell anhand ein, zwei Beispiele. Relevante Operationen bei Graphen sind beispielsweise, ich muss prüfen können, ob zwei Knoten benachbart sind. Ich muss alle Nachbarn eines Knotens bestimmen können. Und bei gerichteten Graphen muss ich auf die Vorgänger und die Nachfolger zugreifen können. Neben den Operationen spielt es natürlich auch eine Rolle, wie hoch der Speicheraufwand ist für eine bestimmte Datenstruktur. Das heißt, wie viel Speicherplatz wird benötigt, um beispielsweise einen Graphen zu speichern. So, eine Möglichkeit, einen Graph abzulegen, ist die sogenannte Adjazenzmatrix. Adjazenzmatrix meint, dass ich in einer Matrix, und zwar, ich schreibe mal sozusagen die Indizes davor, in einer Matrix ablege, welcher Knoten mit welchem anderen Knoten verbunden ist. Und im Falle des hier dargestellten Beispiels würde man jetzt beispielsweise an die Stelle, wo zwischen zwei Knoten eine Kante existiert, also beispielsweise die Kante V0, V1, würde man an die entsprechende Stelle in der Matrix eine 1 eintragen und eine 0, wenn keine Kante vorhanden ist. Also beispielsweise V0, V4 ist nicht durch eine Kante verbunden, darum würde ich da an diese Stelle eine 0 eintragen. Auf der Hauptdiagonalen dieser Matrix, also an den Stellen, wo die Frage gestellt wird, ob ein Knoten mit sich selbst verbunden ist, trägt man immer eine 0 ein. Und natürlich ist für einen ungerichteten Graphen diese Matrix symmetrisch. Das heißt, wir können sie an der Hauptdiagonalen spiegeln. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine Kante von V0 nach V1 haben, gibt es auch eine Kante von V1 nach V0. Das heißt, wir müssten hier auch eine 1 eintragen. Und füllen wir die weiteren Einträge für V0 auch ein. V0 ist noch verbunden mit V2, darum kommt hier auch eine 1 hin. Und es ist auch verbunden mit V3, darum kommt hier auch eine 1 hin. Entsprechend V1, eine 1 bei dem zum Knoten V0, eine 1 zum Knoten V2 und es gibt keine Kante zu einem der übrigen Knoten, darum steht an dieser Stelle eine 0. Ja, und wir füllen die weitere Matrix einfach mal aus. So, der Speicherbedarf einer solchen Adjazenzmatrix hängt jetzt direkt von den Knoten ab. Wie viele oder wie wenig Kanten im Graphen vorhanden sind, spielt keine Rolle, weil ich muss mir die Einträge dieser Matrix, die muss ich speichern, unabhängig davon, ob eine Kante existiert oder nicht. Eine zweite Möglichkeit ist die sogenannte Adjazenzliste. Bei einer Adjazenzliste speichere ich mir im Prinzip für jeden Knoten eine Liste mit den adjazenten Knoten. Das heißt, V0 ist benachbart zu V1.
V0 ist benachbart zu V2 und zu keinem weiteren Knoten. Das gleiche macht man für V1, für V2 und für jeden anderen Knoten auch. Hier wird im Prinzip, ja, der Aufwand, der hierbei entsteht, ist, hängt natürlich ab von der Dichte des Graphen, das heißt, wie viele Kanten er überhaupt enthält. Ja, denn die Kanten, die nicht existieren, werden hier auch nicht gespeichert. Beispielsweise die Kante von V0 zu V4 existiert nicht, ja, während wir in der Adjazenzmatrix einen entsprechenden Eintrag abspeichern müssen, einen Wert, nämlich den Wert 0, taucht dieser Eintrag in der Adjazenzliste nicht auf. Die Adjazenzliste besteht einfach aus einer Auflistung aller Knoten, die adjazent zu einem Knoten sind. Und wenn ich beispielsweise alle Nachbarn eines Knotens bestimmen möchte, muss ich nur einmal durch diese Liste durchlaufen. So, wie sieht die Situation aus im Falle eines gerichteten Graphen? Nun, auch da können wir die Adjazenzmatrix aufschreiben. Der Unterschied zum ungerichteten Graphen ist jetzt, dass diese Matrix, die entsteht, dass sie nicht mehr notwendigerweise symmetrisch ist. Auch dafür wollen wir das einmal aufschreiben. An den Stellen, wo wir die Hauptdiagonale haben, tragen wir einfach eine 0 ein. So, es gibt eine Kante von V0 nach V1. Und da tragen wir wieder eine 1 ein. Es gibt aber im Gegenzug keine Kante von V1 zurück zu V0. Das heißt, an dieser Stelle steht hier eine 0. In dem ungerichteten Fall hatten wir hier die 1 stehen. Aber da wir jetzt diese Rückwärtskante nicht mehr haben, kommt hier eine 0 hin. Es gibt eine Kante von V0 nach V2. Auch da kommt eine 1 hin. Es gibt eine Kante zu V3. Und zu V4 nicht. Von V1 nach V2, sonst überall Nullen. Von V2 geht überhaupt keine Kante ab, das heißt, da stehen überall Nullen. Von V3 geht eine Kante zum Knoten V4 ab. Und hier stehen überall Nullen. Und zu V4 da geht auch keine Kante ab. Das heißt, auch hier in dieser Zeile stehen einfach nur Nullen. Man könnte das natürlich auch anders darstellen. Ich habe hier jetzt sozusagen, in dieser Spalte steht der Knoten, Startknoten, und in dieser Spalte steht der Endknoten einer Kante. Das könnte ich vom Grundsatz her auch umgekehrt machen. Ja, dann hätten wir sozusagen die gleiche Matrix an der Hauptdiagonalen gespiegelt. Auch hier könnte ich wieder diese Adjazenzlisten einführen, genauso wie wir das bei dem ungerichteten Fall gemacht haben. Das wollen wir aber jetzt mal hier nicht machen, sondern wir gucken uns jetzt noch den Fall an, wenn wir einen gewichteten Graphen haben. Auch da kann man die gleichen Strukturen verwenden und die Adjazenzmatrix sieht dann wie folgt aus. Hier speichert man jetzt nicht nur die Information, ob zwei Knoten miteinander verbunden sind, sondern hier speichert man jetzt zusätzlich noch die Information über das Gewicht. Das heißt, auf der Hauptdiagonalen tragen wir erstmal die Nullen ein. Und beispielsweise von dem Knoten V3 zum Knoten V1 führt eine Kante mit Gewicht 3. Das heißt, an die Stelle tragen wir jetzt keine 1, sondern das Gewicht, nämlich den Wert 3 ein. Im ungerichteten Fall haben wir hier wieder die Symmetrie. Das heißt, auch hier an dieser Stelle tragen wir die 3 ein. V0, V2 ist die 1. V0, V3 ist die 2. V0, V4 ist die 0. V1, V0 ist die 3, V1, V2 ist die 2 und sonst Nullen. V2 nach V0 ist die 1, V2 nach V1 ist ebenfalls die 1 und sonst haben wir hier Nullen. Und von V3 nach V0 ist die 2,
Von V3 nach V4 ist die 1. Und sonst haben wir hier 0. Und von V4 gibt es nur eine Kante zum Knoten V3 mit dem Wert 1. Und das wäre dann die Adjazenzmatrix für diesen Fall. Wenn wir jetzt im Folgenden Algorithmen auf Graphen formulieren, werde ich auf die Datenstrukturen nur ganz am Rande eingehen. Da wir uns hier jetzt nicht in einem Informatikkurs befinden, wo wir uns konkret mit den Algorithmen auseinandersetzen, sondern wir einen Überblick geben wollen über die algorithmische Graphentheorie, werde ich die Algorithmen eher umgangssprachlich formulieren. Und dort wird es in Operationen geben wie wähle einen Nachbarn eines Knoten aus. Die konkrete Durchführung dieser Operation, ob das nun auf dieser Matrix passiert oder ob die eine Liste zugrunde liegt, da gehen wir jetzt gar nicht näher drauf ein. Wir nehmen das jetzt erstmal so, wie es uns für unseren Fall am besten passt.